Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und zwar geht es heute um das Thema forderndes Verhalten bei deinem Hund stoppen, das Betteln deines Hundes auflösen. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und Gründer der Online-Hundeschule www.deine-hundeschule.com. Das sind meine beiden Hunde und wir starten auch direkt. Und zwar ganz wichtig ist, dass sich das fordernde, das bettelnde Verhalten deines Hundes nicht lohnt. Das ist im Prinzip die wichtigste Regel, weil da reagieren ganz viele falsch in der Situation. Das heißt, wenn der Hund fordernd wird und zum Beispiel vor einem sitzt, die ganze Zeit bellt, weil er möchte, dass man ihm den Ball schmeißt. Oder wenn er die ganze Zeit vor dem Esstisch sitzt und einen anstarrt, während man isst, weil er die Erwartungshaltung hat, dass für ihn vielleicht irgendetwas abfällt an Essen. Und wenn man darauf jetzt reagiert, und in der Regel ist es egal wie, das heißt sowohl positiv als auch negativ. Positiv wäre zum Beispiel, dass man irgendwann den Ball in die Hand nimmt und man schmeißt ihn oder dass man halt dann ein bisschen was vom Essen nimmt und dem Hund abgibt. Kinder machen das ganz gerne und dadurch erhält sich das dann. Das heißt, der Hund, der zeigt das dann immer und immer wieder, weil es sich einfach lohnt. Aber auch genauso, wenn negativ darauf reagiert wird. Das heißt, der Hund sitzt vor einem und bellt, weil er das mit dem Ball möchte, dass er geschmissen wird zum Beispiel. Und man sagt, hör doch mal auf, lass das doch mal sein. Dann bekommt der Hund Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit kann so lohnend auf ihn wirken, dass sich das Verhalten, das fordernde Verhalten erhält. Und deswegen ist die erste Grundregel, dass man von Anfang an darauf achtet, dass sich forderndes Verhalten für den Hund überhaupt nicht lohnt. Das heißt, nicht anschauen, nicht ansprechen, nicht anfassen. Wenn man das von Anfang an so macht, entsteht das Problem in der Regel gar nicht, weil der Hund sofort lernt bzw. nicht lernt, dass sich das Verhalten lohnt und dadurch festigt es sich nicht und er wiederholt es nicht und es löst sich von selber auf. Mein zweiter Tipp für euch, das ist für alle hartnäckigen Charaktere, Hundecharaktere, das heißt, die kann man ignorieren stundenlang, die machen einfach weiter. Ich kann eine Stunde da stehen und der bellt und bellt, weil er einfach will, dass ich ihm den Ball schmeiße, weil sich das in der Vergangenheit ausgezahlt hat und sich gelohnt hat, weil ich immer wieder weich geworden bin und vielleicht den Ball geschmissen habe. Da ist es wichtig, dass ihr mit einem trainierten Meideverhalten arbeitet. Das heißt, ihr müsst dann das fordernde Verhalten, das bettelnde Verhalten unterbrechen. Das heißt, auch wenn der Hund stundenlang vorm Tisch sitzt und einen anguckt, weil er denkt, er kriegt vielleicht beziehungsweise bei der Erwartungshaltung hat, dass irgendwie Futter für ihn abfällt, da ist es dann auch wichtig, das Verhalten zu unterbrechen und nicht zu ignorieren. Und dafür nutze ich das Schlusssignal. Das ist bei mir ein aktives Meideverhalten, was ich im Vorfeld trainiere. Und wie ihr das aufbauen könnt mit eurem Hund, das habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Das werde ich euch hier oben verlinken. Schaut euch das Video unbedingt an, wenn ihr einen hartnäckigen Charakter zu Hause habt, wenn ihr den Eindruck habt, ihr müsst das unbedingt unterbrechen. Ignorieren hilft bei meinem Hund nicht. Dann ist das Video auf jeden Fall das Richtige für euch und dann nutzt ihr einfach das Schlusssignal. Zum Abschluss vielleicht noch kurz. Wichtig ist natürlich, dass die Bedürfnisse deines Hundes im gesunden Rahmen erfüllt sind. Das heißt, es ist wichtig, dass der Hund ausreichend Nahrung hat, dass er ausreichend Bewegung hat, dass er ausreichend Zuneigung hat. Das heißt, wenn der Hund forderndes Verhalten zeigt, weil er unerfüllte Bedürfnisse hat, ist es natürlich wichtig, das einmal im Vorfeld abzuchecken und zu gucken, sind alle Bedürfnisse meines Hundes erfüllt. In der Regel ist das aber so, weil wir alle sehr, sehr gut mit unseren Hunden umgehen. Die meisten zumindest, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und da ist es dann wirklich so, wenn dann forderndes Verhalten entsteht, und das ist eigentlich zu 99% der Fall, dann ist es so, dass der Hund das einfach gelernt hat, ausprobiert hat, es hat sich einfach gelohnt und er es immer und immer wieder probiert, obwohl seine Bedürfnisse erfüllt sind. Das war's zum heutigen Video. Mein Quick-Tipp, wie du das Betteln deines Hundes, das fordernde Verhalten deines Hundes erfolgreich stoppen kannst. Wenn dir das geholfen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Für mehr Videos von uns abonniere den Kanal. Besuch gerne mal meine Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com. Dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, dein André und Wolke und Monsieur. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.